zu einem Viertel. Oh, diesmal mit Ton. Ja, vielleicht zum fast letzten Let's Play? Nein. Episode? Episode von Staffel 1 mit Rio bei Terrarium. Habt ihr gerade auch so ein Déjà-vu-Erlebnis? Also, ich guck's mir so vor, als hätten wir das schon mal gemacht. Egal. Komisch. Ja, ist doch übersichtlich. Unser Rio meinte gerade, ja, wir haben doch hier, ist doch übersichtlicher, ich weiß doch, wo das ist, es ist in der, und jetzt sucht er die ganze Zeit. Ja, soll ich's machen? Nein, lass ich. Ich werde nicht unserem Fail gerade erzählen, warum wir noch ein Püppchen suchen. Oh, ach ja, wir haben Stachelbälle, ah, cool. Bestimmt hier oben drinne. Nö, da ist Rüstung und ein Auge von Cthulhu-Maske. Ah ja, stimmt, die hatten wir auch. Meine Fresse, wir müssen kontinuierlicher spielen. Ja, schon Glück gehabt? No. Eater of Souls. Wir haben jetzt schon eine Kiste für Banner? Ja, zum Teil. Also. Anscheinend. Banner, die wir hier kriegen. Irgendwo müsste doch eine Kiste sein für Monsterbeschwörung oder sowas in Richtung. Wenn du eine gebaut hast. Vielleicht ist sie im Sparschwein. Warte. Nein, Sparschwein ist es nicht. Ah. So. Hatten wir die nicht bei einem NPC irgendwo reingestellt? Alter, haben wir hier viele Banner! Und du wunderst dich, warum wir eine Kiste haben dafür. Kann das sein, dass du mal irgendwann heimlich weitergebaut hast? Nein. Ich weiß, dass ich das Schloss hier fertiggestellt habe, die waren deine Wände. Oh ja, die wir hatten ja mal hier oben eine Fotosession gehabt. Ja! Und da kann es sein, dass es dann noch ein bisschen zu Ende gemacht hat. Ja. Können wir unten ein neues Bildschirm suchen. Trotzdem würde mich mal interessieren, wo die anderen sind. Bist du jetzt jede Kiste durchgegangen? Ja, so ziemlich, also. Ach komm, bei uns ist das meistens so. Prüf mal dein Inventar. Es könnte sein, dass wir sie mit haben. Nee, aber ich. Ich habe ja in Erinnerung, dass wir ja auch noch ein paar andere Sachen hatten, so Beschwörung vom Auge, Beschwörung von... Ja... Also mussten die alle gelandet sein. Also in deiner Tierkiste... In deiner Tierkiste sind nur Enten. eine Ente, ein Starfish, ein Squirrel... Ah. Also... Wenn wir demnächst nach irgendwas suchen, dann ist es wahrscheinlich hier in dieser Glaskiste, die du schon eröffnet hast. Ich habe die Puppen mitgenommen. Drei Stück haben wir noch, also wir können konstant jetzt einfach mal so einen Scheiß rufen. Yay, yay, yay. Bang. Ich bin gespannt. Nicht mehr. Bisschen. Etwas. Ja. Meinst du, wir schaffen es diesmal, dass die Welt sich verändert? Bestimmt schaffen wir es, dass das Server sich aufhängt, aber so. Witzig, in dem Moment, wo du das gesagt hast, hat sich's massiv angefangen zu lecken. Das ist geil hier so, im Ninja-Style runtersliden. Ja, ich würde mal einen Bewerbungsanzug hier. Der ist wichtig. Wir wollen der Wall of Flesh ja auch dementsprechend höflich gegenübertreten, ne? Man soll ja nicht nur freundlich sein. Ich kann mein Charakter so ein klein bisschen mit seiner Farbe hier. Ah, gibt's keinen Modus, dass man diese Gegner in diesem Spiel ausmacht? Manchmal geht die einem echt auf den Sack. Ah, siehst du? Aha. Nehm das Haha zurück. Haha! Mittelalterbogen gegen Neuzeit. Neuzeit gewinnt. Ey, da ist eine goldene Kiste. Die von uns? Ja. Bestimmt. Da führt ein Weg rein und wir waren es nicht, das heißt, ja. Ich bin in Team Rot, ne? Also. Du bist in Team und Rot, alles klar. Ich jetzt auch. Was ist denn das da für ein Hardcore-Wurm, der mit Gift auf mich rumballert? Ich bin ein Hardcore-Wurm, der
Oh, es gibt. Die Welt hat sich schon geändert, merke ich gerade. Ja, ich auch. Wo sind die fucking Einhörner? Die sind woanders, nicht hier unten. Ja, das glaubst du. Ah ja, ich sehe es. Drück mal M. Wir haben jetzt fette weiße Streifen, oder hast du die nicht? Oder ist das nur eine Scroll? Soll das eine Rolle darstellen? Du hast recht, die hat sich geändert. Wir haben schon wieder Eichhörnchen. Ich muss es töten. Ah, eine Eichhörnchenplage. Ja, wollten wir nicht runterkommen und noch die Wall of Flesh machen? Jetzt mit neuen Gegnern. Ja, Entschuldigung, aber ich musste mich um dieses Eichhörnchen kümmern. Und bin ich gerade gestorben, mal wieder. Boah, weißt du was? Ich brauche diese scheiß Tränke, dass ich mich zu dir teleportieren kann. Die sind doch bei uns in dem. Ja, aber ich nicht mehr. Geh da runter! Danke. Ey, das ist so krass, wenn du aufnimmst. Mit mehreren Bildschirmen und überall siehst du dich selber irgendwas tun, da fragst du dich. Das ist verwirrend. Du weißt nie, wo du hingucken sollst. Ich hab schon wieder einen neuen Banner gekriegt. Yay! Das ist gut, weil wir hatten viel zu wenige. Ich habe noch Wand erkannt. Was? Ach, egal. So, Versuch Nummer 3, einfach mal nach unten zu kommen. Ich fände das schöner, wenn das hier Minecraft-artig oder Seven Days-mäßig wäre, dass wir wenigstens die Feinde aussperren können. Und nicht, dass sie die Frechheit besitzen, zu denken, sie dürften hier reinkommen, wann sie wollen. Was ist denn das für ein Vieh? War das ein Zombie? Ein Viking-Zombie. Nice. Hatten wir eben irgendeinen Verlust? Also im letzten Let's Play, wo wir die Wand noch nicht gerufen haben? Nein, oder? Wir können immer noch durchlaufen. Nee, wir haben hier nichts kaputt gemacht. Ah, das hier könnten wir vielleicht ändern, obwohl wir laufen eh rückwärts. Mütze! Was ist das eigentlich? Ein brennendes Ledermäuse. Guck mal, da kommt eine Tortured Soul. Also sprich, guck mal, da kommt ein Ehemann. So, hätten wir das... Boah. Woran merkst du, dass die Welt sich geändert hat? An der Tortured Soul. Angeber. Komm weiter. Nein, 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 wir müssen das jetzt richtig machen. Die Welt soll sich auch vernünftig ändern, ne? Mit Wall of Flash. Und nicht durch Zufall. komm, es wird Zeit, einfach mal ein bisschen hier klar Tisch zu machen, ne? Nicht, dass hier jeder denkt, warum hat sich die Welt geändert, wenn er das Spiel auch haben möchte. Wir haben Scheiße gebaut. Nein, ich habe Scheiße gebaut. Schön dich. So, ich werfe jetzt, ne? Moment! Hinter uns ist noch zu viel Müll. Und ich bräuchte mein Leben vorher. Oh. Ja. Also bis auf die ganzen nervigen Dinger, die uns wahrscheinlich vom Rückzug abhalten, ist hier alles frei und cool. Okay, dann werfe ich mal. Jo, mach mal. Ja. Ja, du schaffst. Du schaffst es. Ich glaub an dich. Ah, scheiße, er hat's geschafft. Okay, du guckst. Mach schon Schaden. Ja, soll ich nicht? Nein, ich dachte jetzt in die falsche Richtung geguckt, hätte er auch genau wie du von der anderen Seite kommen können. Nö, nö. Mein linkes Ohr tat weh, also kam sie von links, die Geräusche. Und ich dachte, ich wäre auf links geschaltet. Du hast mir mal erklärt, ganz früher mal, ne? Je schneller wir abhauen, desto schneller kommt die hinter uns her. Mhm. Was passiert, wenn wir stehen bleiben? Du wirst zu langsamer. Aber dann greifst du natürlich auch an. Auch. Tut dir das nicht so oder so gerade? Ja, aber wenn wir zu weit nach hinten laufen, wird sie halt einfach schneller. Aber sie hört nicht ganz auf, sich zu bewegen. Ja.
Ja, dieses Ding da weiß schon, dass sie eine Fleischwand ist, oder? Und nicht irgendein lebendes Wesen. Ja, Self-Awareness hat die Fleischwand nicht, deswegen weiß sie nicht, dass sie den Fleischwand ist. Lass uns sie von ihrem Leid erlösen. Ah! Oh oh. Alles klar für dich. Nö. Kannst knicken. So schnell konnte ich da rüber scrollen. Vorsicht, keine Trademarks hier benutzen. Hä? Wegen was? Wegen Heiltrank? Scrollen. What the fuck? Oh Mann. Kriege ich jetzt eine Anzeige, weil ich gescrollt habe. Oh ja, aber ich bin glaube ich auch gleich tot. Ai. Kommt schon, Roller Flash. Ach ja. Was removed. Dann war es ja gut, dass ich mich tausendmal verklickt hab. Uns gehen die Puppen aus. Warte mal. Du hast gesagt, die Welt hat sich schon geändert. Das heißt, es gibt doch diese eine Händlerin, die ein Steampunk-Gewehr verkauft. Ja, das schon. Ich will sie haben! also das Gewehr. Ich will nur das Gewehr, nicht die Händlerin. Ja. So geht's nicht. Sagen wir das mal so. Ich brauche mal einen stärkeren Heiltrank. Diese Kackdinger helfen dir nichts. 100 HP. Soll ich noch mit? Wir haben nichts Stärkeres, ja. Oh, wenn das jetzt hier 7 Days wäre, hätte ich keine Leben mehr. Da ist ja jedes Mal, wenn du stirbst, 10 Leben weniger. Jetzt hör auf, die ganzen Tiere hier rumzuschmeißen! Ja. Ey! Ein neuer Typ ist da. Links. Das ist auch ein geiler Name. The Guide. Wo ist denn der? Kann ich ja nicht sagen. Dito. Okay. Yay. Sind Guides unsichtbar meistens? Der Guide ist doch hier oben. Aber den hatten wir doch schon. Nein, den haben wir in den Lava geschmissen, als Voodoo-Puppe. Ja, den hatten wir aber auch am Anfang des Spiels schon. Ja, aber als wir die Puppe hatten und die in die Lava geschmissen sind, die Voodoo-Puppe, was passiert mit Voodoo-Puppen? Ja. Nur, wenn du dich mal an unser letztes Let's Play erinnerst, dann bin ich hier hochgegangen und da stand der Typ noch da. Ja, deswegen war ich ja so verwundert. Ich dachte nämlich auch, der wäre tot. Ich glaube, da war auch schon längst wieder gerespawnt. Hast du eine Puppe? Ich hab noch Puppen. Also zumindest eine. Vorsorglich schon mal 40 Stunden im Inventar. Oh nein, ich höre einen Wurm. Ja, für die Kleinen. Das heißt nicht, dass sie mir besser gefallen. Doch, die haben Checks mit mir. What the fuck? So, haben wir irgendeinen Plan, dass das professioneller aussieht diesmal? Kannst du mal bitte erzählen, warum wir sie diesmal nicht down bekommen haben? Ja, weil deshalb. Ah, ergibt natürlich Sinn. Ich habe mir mal im Wiki die ganzen Waffen durchgeguckt. Ey, da gibt's ja abartig krasse Schwerter. Eins heißt, glaube ich, irgendwie Eater of Worlds oder sowas. Das ist krass, das Teil. Dummerweise muss ich dich wahrscheinlich auf Dauer töten, denn ich brauche dein Schwert für die Waffen. Aber ist bei dir auch so eine krasse Dark Ambient 8-Bit Musik gerade? Das ist die ganze Zeit schon, wir spielen keine Ahnung. Ja, aber Dark Ambient ist nicht gewesen. Ich mag's. Hier fehlt ein bisschen mehr Metal und Gothic. Ah, Steampunk ist auch okay. Wow. Okay.
Ist ja nicht so, als hätten wir hier genug Leben rumliegen. So, wir sind wieder mal am Punkt angekommen, wo wir jetzt galant sterben können. Na, schaffst du es? Schaffst du es? Das klappt nie beim ersten Mal. Wie süß er da rumkommt. Schlag mal. Ah. Das geht nicht. Du warst. Okay. Na. Ah. Marty was slain. Oh, das Ding hat einen Cooldown. Jetzt. Und wo sehen wir den? Oh. Nee, warte. Ich weiß nicht. Irgendwie steht da nur Marty was slain, aber. Du hast schon wieder unseren Guide getötet! Oh mein Gott, sie haben Marty getötet! Ihr Schweine! Wie viele Puppen hast du noch? Eine, hast du gesagt. Ja, das war die eine. Ja, ich weiß. Das ist jetzt blöd. Ich kann jetzt was anderes probieren. Aber hier, neuer Guide ist da! Du kannst wieder einen opfern. Oh nein, was tust du? Versuch's nochmal. Gut, Moment. Das ist ziemlich barbarisch, was du tust, das weißt du, ne? Finde ich gut, weitermachen. Ja, soll ich irgendwie kleinere Sachen reinschmeißen? Müllerzeugung! The Wall of Butterflies has been summoned. Ich frage mich gerade, ob es möglich ist, Voodoo-Puppen von anderen Spielern anzufertigen. Da schmeiß ich dich einfach konstant nach Spaß da rein. Würmchen. Shaman. Ja. Ich besorge uns mal eine neue Puppe. Das Skalden Wolf, der spielt noch mit Würmchen. Ja, und schmeißt sie dann irgendwo rein. Ja, ich habe als Kind schon immer mit Voodoo-Puppen gespielt und habe mich gewundert, warum der Kindergarten am Ende so leer ist. Jetzt verstehe ich das. Nope. Lass uns mal Dämonen suchen, die mit Püppchen spielen. Ja. Es wäre so praktisch, wenn wir einfach jetzt einen abschießen, der jetzt hier über der Lava drüber fliegt. Ich will mein Steampunk-Gewehr. Au! Ah! Mistwand. Öpp, ich werde mich da jetzt nicht durchgraben. Ah, na gut, hier kommt wohl kein Dämon, wenn man ihn mal braucht. Aber das ist nicht der richtige. Warte mal da unten. Ne, der hat keine Puppe. Ach, komm schon! Also wird das wieder so eine Fail-Episode, ja? Du kannst ja schon mal so eine Aufnahmeübung, wo du einfach sagst, ja, hallo mal wieder und hier sind wir wieder. Dann machst du nur eine Audioaufnahme und dann tust du es reinschneiden. Fertig. Du maulst mich an wegen Trademark, weil ich Scrolls sage, aber du sagst hallo ja mal wieder, ne? Kennen wir doch jemanden, der das auch sagt. Was schießt der? Ah, die Bubble-Dingsies. Schmetterlinge des Todes. Du musstest die in die Hölle schmeißen. Du hast es gemacht. Ah! Okay, hier können wir nicht so einfach weiter. Diese random Enemies, die einfach mal spawnen vor dir. Das geht so auf den Sack. So. Okay, so war das nicht geplant. So war das fucking definitiv nicht geplant. Hat aber auch Vorteile jetzt. Hat definitiv jetzt Vorteile. Alter, ist es mitten am Tag. Ja, ich schlafe mal. Ja, Dito. Ich bin nachtaktiv. Ah, ich habe 50 Feuer im Dinger kaputt gemacht. Das heißt, wir haben einen Banner. Woo! Endlich mal wieder. Gibt's auch einen Wall of Flash Banner? Versuch's mal 50 Mal zu killen. Ja, dreimal haben wir es ja schon versucht.
Ich laufe mal wieder nach links. Ich muss es doch einen Kackdämon geben. Naja, das tue ich euch aber nicht mehr an. Das reicht ja, wenn ich und er wir das angetun haben werden müssen, tun sollen. Man hört immer, wenn du kommst. Oh, zweideutig. Woo. Frage, was hast du für ein Schwert? Das Marashuma. Nee, Mura Masan, so nennt sich das. Gesundheit. Ich hab ein neues Maultier. Octotakels. Nennt sich Filzboden. Flucati Mount. Sehr schön. Meine lieben Freunde, ich verabschiede mich zumindest für diese Folge davon und überlasse Rio mal das letzte Wort. Ja, er darf ausnahmsweise mal was sagen. Er hat Freigang. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Da ist die Puppe! Die holen wir uns! Und in der nächsten Folge bringen wir sie euch mit. Und dann holen wir die Wall of Flesh. Versprochen. Komm, das lassen wir euch jetzt noch sehen. Rio sagt Tschüss. Komm schon. Mann, warum muss ich jetzt Tschüss sagen? Weil du jetzt gleich Hallo sagen darfst. Aber nicht jetzt. Oh, hallo. Wer hat die Puppe? Ich hab die Puppe, das heißt, ich kann diesmal failen. Ja! Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.